Herzlich willkommen bei Mensch Gott. Soll ich ihn erschlagen oder doch besser mit dem Auto überfahren? Mein heutiger Studiogast hatte solche Gedanken. Aber nicht nur das, auch sein Verhalten war lange geprägt von Hass und Aggression. Herzlich willkommen, Alexander Denk. Danke. Wie kommt man auf solche Gedanken? Soll ich ihn erschlagen? Es sind viele Dinge, die einfach hochgekocht sind in solchen Situationen, wenn irgendwas war, so ganz speziell ein Mensch siehst und plötzlich merkt man, wow, ich krieg so einen Hass, der abrufbar im Kopf ist, dass da diese Gedanken von Hass umschlagen in Mordgedanken teilweise. Waren Sie unzufrieden, dass die Gedanken da waren? Unzufrieden, ja, mit der Vergangenheitssituation, was ich gehabt habe und auch mit einigen sonstigen Punkten, klar. Also das heißt, das war schon viel weiter früher? Ja, also es war Monate, Jahre davor, hat sich das Ganze aufgebaut und so entwickelt. Was war das genau? Es waren Teile von der Schule, wo solche Themen waren. Es waren Teile aus der Familie, wo sie was aufgestaut hat. Es waren berufliche Dinge teilweise, auch von der Band damals, wo was schiefgelaufen ist. Hat sich einfach alles angefressen und kommt dann systematisch so hoch durch solche Dinge. Was ist zum Beispiel in der Schule passiert? Ich war halt so ein Mobbingkandidat, wo man halt runtergeputzt hat, verarscht hat auf gut Deutsch. Ja, mit was wurden Sie gemobbt? Verbal Sachen wegnehmen, ein paar Sprüche, aufgrund meiner Größe vor allem auch. Was waren das für Sprüche? Ja, also es gab so Dinge wie so groß wie dumm. Also leider ist immer die Größe mit Dummheit in Verbindung gebracht worden. Und damit musste ich immer ankämpfen. Ich bin nicht dumm. Ich habe jetzt zwar nicht die besten Noten gehabt, habe es aber trotzdem immer geschafft. Aber die Menschen haben wirklich gemeint, die Mitschüler, sie müssen mich runterputzen, weil ich vielleicht ein bisschen anders war. Mag sein. Aber das ging ja doch viele Jahre. Hatten Sie einen Spitznamen? Ja, leider. Der hieß Averell. Der von der Daltons, der große Dumme. Ach so, Lucky Luke. Lucky Luke. Ja, genau. Und das hat Sie auf die Palme gebracht? Das fand ich gar nicht lustig, nee. Was haben Sie gemacht, wenn man Sie dann Averell gerufen hat, oder? Gut, anfangs, ich habe es einfach versucht zu ignorieren, habe mich nicht drüber geärgert, die haben es gemerkt, habe dann vielleicht irgendeinen Spruch zurückgegeben, aber es hat mir dann keiner irgendwie für voll genommen. Und das hat sie richtig aufgestaut. Sie haben auch gesagt, dass Sie zu Hause auch Hassaggressionen hatten. Konnten Sie das, was Sie in der Schule erlebt haben, dann gar nicht zu Hause mit nach Hause bringen und erzählen? Schwierig. Also die Situation zu Hause war sicherlich nicht immer optimal. Meine Mutter hat zwar viel versucht, aber sie hat es nie in der Form mitbekommen. Ich war immer ein bisschen so unter den Tisch gekehrt, diese Aggressionsgeschichten und dieser Hass. Der hat es gar nicht so mitbekommen. Und Ihr Vater? War nicht so oft da, also habe auch nicht das beste Verhältnis damals gehabt zu ihm. Und er hat es mit Sicherheit auch so nicht mitbekommen. Wie würden Sie denn das Verhältnis zu Ihrem Vater beschreiben? Schwierig. Also er war ja nicht immer da, das war ein Thema. Und wir haben Situationen gehabt, wo ich mir einfach mehr gewünscht hätte. Und irgendwann es halt mal akzeptiert hat, okay, es ist kein Vater da, dann ist halt so. War er trotzdem Ihr Vorbild? Hat er Sie unterstützt? Nein. Also weder Vorbild noch unterstützt. Haben Sie dann von sich aus auch mal den Kontakt, die Beziehung gesucht? Nee, also gar nicht. Ich bin von mir aus damals selber nicht auf den Zugang auch. Es war einfach so ein Rollladen runter und... Sie haben davon erzählt, dass Sie einmal eine Hausaufgabe hatten, wo Sie mit einer Laubsäge was machen mussten. Genau. Was war da genau? Ich habe das von der Schule mit heimbekommen, dann eine Arbeit fertig zu machen. Und habe mich dann gefreut, okay, das kann ich jetzt in der schönen Werkstatt von meinem Vater zusammen mit ihm zusammen machen. Und haben das gegeben und er hat es dann irgendwann einmal selber gemacht. Ich mache das selber, das geht schneller. Und habe mir dann irgendwann einen Tag später das fertige Produkt präsentiert. Ja, und das hat mir eigentlich etwas, was soll man sagen, nicht gefallen, weil ich wäre ja gern dabei gewesen. Ich hätte es ja gern mit ihm zusammen gemacht. Das war nur so eine Sache. Dann habe ich ein wunderschönes Ding fertig, wo er genau weiß, so hätte es nie selber hingekriegt. Und dann habe ich das abgegeben in der Schule. Wie haben Sie sich gefühlt? Also erst einmal hat mir das gemeinschaftliche Unternehmen gefehlt, mit ihm das zusammen zu machen und etwas zu präsentieren, was nicht ich selber gemacht habe, auch nicht in Kooperation, war nicht das beste Gefühl. Es war einfach nicht richtig. Und wie sind Sie da mit Ihrem Frust, mit Ihrer Aggression umgegangen nach diesem Erlebnis? Alles reingefressen. Da kam nichts nach außen erst mal. Also zu der Zeit damals. In der Schule gemobbt, zu Hause keinen Ansprechpartner gehabt? Also Ansprechpartner meine Mutter, ja, aber sie hat nichts davon mitgekriegt, großartig. Und deswegen hat sie viel aufgestaut auch an dem Punkt. Haben Sie irgendwo ein Ventil finden können? Ja, in der Musik. Also ich habe relativ früh in der sechste, siebte Klasse Heavy Metal angefangen zu hören. Und in dieser Musik war ein wunderbares Ventil. Es war aggressiv, so wie ich dann.
Es war laut, es war schnell, es war schrill. Alles da, was man sich vielleicht wünscht. Es war mit den wenigen in der Schule, wo die gleiche Musik gehört haben, war das eine Verbindung da, eine Gemeinschaft. Das hat mir irgendwie gefehlt. Haben Sie ein Beispiel vor Augen, wo Sie sagen können, da habe ich Gemeinschaft erlebt mit den Jungs? Mein allererstes Konzert, wo ich dann mit so einer Kutte, kann man so sagen, mit ein paar Totenköpfe drauf, dann im Bus eingestiegen bin mit drei anderen oder mit zwei anderen zu dritt, halt schon mal ein bisschen warm gegrölt über die Musik. Es war so ein tolles Gefühl der Zusammengehörigkeit. Auch dann im Konzert, so man gehört zusammen, man ist eine Einheit. Sie sind dann ja auch voll in der Musik aufgegangen, haben eine Band gegründet. Was waren Sie da in dieser Band? Sänger, war immer Sänger. Also Sie standen vorne? Genau. Wurden trotzdem weiter in der Schule gemobbt? Das war später. Also die Band war nachher nach der Schule. Ach so, okay. Ja. Schauen wir uns mal an, wie sich das angehört hatte mit der Band. Ich habe jetzt nichts verstanden, aber was haben Sie gesungen? Also den Liedern ging es tatsächlich immer wieder um Sex, Brutalität, Alkohol, Drogen, Amoklauf zum Beispiel oder auch Verherrlichung Satans, direkt oder indirekt. Und das war jetzt ein Lied zum Beispiel, Verherrlichung der Musik selber natürlich, der Lebensstil von Heavy Metal, wie eine Art Religion. Vor wie vielen Leuten haben Sie gespielt? Ganz unterschiedlich, zwischen 6 Zahlen dann manchmal oder einmal und auch bis zu 200, also die Clubs halt, die man so kennt. Sie haben gerade gesagt, Sie haben nach der Schulzeit dann mit der Band angefangen. In der Ausbildung, ja. Und was war das dann? Wie war so ein Tag? Wie war so eine Woche, ein Wochenende? Ja, also bei mir war es generell immer so. Ich war dann, weil ich recht schnell einen relativ guten Job gehabt habe, bin ich dann tagsüber so mit Krawatte und Anzug rumgelaufen und dann abends raus in Totenkopfklamotten rein, Nieten anzogen. Also Dr. Jekyll und Mr. Hyde eigentlich, zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Und dann halt Musik gehört zu jeder Situation und dann Wochenende Probe im Proberaum und da stundenlang abgehängt. Sie sind in der Musik richtig aufgegangen. Hatten eine Band oder wie viele waren es? Insgesamt 3 aktive Bands waren es damals. Haben dann auch bis zu einer Platte gebracht, eine Plattenproduktion, die sie auch verkauft haben. Was hat die Musik dann privat mit Ihnen gemacht? Also ich dachte immer, die Musik baut meine Aggression ab, aber sie hat meine Aggression mit aufgebaut und meinen Hass auch geschürt, dementsprechend auch mit den Texten, mit dem ganzen Umfeld. Und ich kann heute sagen, die Musik war mein Götze. Ich habe also nichts anderes mehr gemacht, morgens, abends im Auto, nur diese Musikrichtung, nichts anderes. Und es hat mich weiter aggressiv gemacht. Sie waren ja damals schon befreundet, schon verheiratet? Befreundet, genau, verheiratet später, richtig. Wir haben mal Ihre Ehefrau gefragt, wie sie früher so drauf waren. Okay. Er ist halt schnell in die Luft gegangen, wenn irgendwas war. Es hat er mal einen Türrahmen oder eine Tür dran geglaubt, wo er dagegen geschlagen hat. Sachen sind durch gegen geflogen, wenn er wütend war. Er ist halt sehr schnell aus der Fassung geraten, sag ich mal. Und es gab nur seine Musik. Kein Radio durfte laufen. Es gab wirklich nur Metal, sonst nichts. Ja, aber wie gesagt, zu mir, ja. Es war, unsere Beziehung war schon immer super, aber er hat halt die, ja, sagen wir mal, der Level war sehr gering, dass er austickt ist. In der Beziehung lief super, aber im Prinzip waren sie unberechenbar. Richtig. Also dieser Aggressionsgrad war sehr schnell da, wenn irgendwas war und ich bin sehr schnell aus der Haut gefahren. Was musste passieren? Das kann bloß ein blödes Wort gewesen sein oder ein Satz, man sagt, passt mir jetzt nicht und schon bin ich hochgegangen. Von einem Band, laut. Von einem Bandkollegen, von Ihrer Frau auf der Arbeitsstelle? Also Arbeit war außen vor, so ein Thema Eltern vielleicht, Freunde, sonstige Menschen, die vielleicht irgendwo gerade was waren. Kompagnon war mal dabei, wo es dann richtig hochgegangen ist. Hat nicht viel gefehlt und gesagt, das ist immer wieder explodiert. Zwar ganz schnell. Und wenn die Explosion dann durch war? Wie war die Reaktion oder haben Sie abreagiert? Also abreagiert am Türstock, in der Tür selber. Ich habe wirklich mit der Faust dagegen geschlagen, habe Sachen durch die Gegend gepfeffert oder auf den Tisch geschlagen, rumgebrüllt teilweise auch, wie nicht ganz sauber, kann ich heute sagen. Es war einfach der Kanal und dann Musik aufgedreht, volle Pulle und mitgegrölt. Und wenn Sie Konzerte gegeben haben, war das auch ein Ventil für Sie? Ja, ja. Also das muss hören und das auf der Bühne ausleben, bewegen, schreien. Richtig rausgeplatzt. Wenn das Konzert vorbei war,
Und dann haben Sie das Gefühl gehabt, das war gut, das war richtig? Ich bin von Konzert zu Konzert gehechtet, mehr oder weniger. So, wie soll man sagen, ich habe mich dann oben wohl gefühlt, jetzt bin ich jemand. Das ist eine Anerkennung, wenn Menschen vielleicht klatschen, wenn Menschen da unten da sind, aber am Abend, der Nacht oder am nächsten Morgen war die Leere wieder da. Und dann immer die Hoffnung, ja, nächstes Mal wird es noch besser, nächstes Mal kommt das Gefühl, etwas mehr erreicht zu haben, das nächste Mal. Es war nie wirklich befriedigend. Und dann reichte wieder ein Wort und dann kam der Hass wieder, die Aggression ging wieder los. Richtig. Haben Sie die Texte, die Sie gesungen haben, denn auch geglaubt? Wenn es Ja, ich habe die Musik wirklich gelebt. Also dieser Lifestyle, Heavy Metal oder generell, was die Texte ausgesagt haben, habe ich gelebt. In meiner Art, wie ich mich anzogen habe, wie ich mich gegeben habe auf der Bühne, wie ich in Partys war, das war eins zu eins die Texte umgesetzt. Ein Beispiel? Jetzt, wie haben Sie sich auf der Bühne gegeben? Eben aggressiv, so, soll man sagen, martialis aufgeblasen. Ja. Dann aber auch sexistisch in extremster Form, blöde Witze gemacht auch. Und das war eben das Umsetzen von den Texten. War das in der Gesamtheit? Ja. Und natürlich auch Verherrlichung Satans, die Mistgabel, die war ja permanent präsent. Also die war Begrüßung, die war Lifestyle. Haben Sie an Satan geglaubt? Ja. Also mir war durchaus bewusst, dass er da ist und seine Dämonen auch, ja. Ich wollte allerdings nichts zu tun haben mit ihm. Das war die große Lüge. Man dachte, ich tue ja nichts Schlechtes. Aber sie Menschen verführen massenweise auf die Art und Weise, war mir nicht bewusst. Ich habe keinen umgebracht bis jetzt. Da oben schon, aber nicht in der Tat. Und das war was, wo mich selber irgendwann mal erschreckt hat, auch, dass ich diese Gedanken habe. Und ich weiß eigentlich jetzt, dass Satan mich geführt hat. Also Satan war für Sie genauso real wie Jesus? Und seine Engel? Mit Jesus konnte ich damals noch überhaupt nichts anfangen. Da war mir immer sehr suspekt, warum der eigentlich da ist. An Gott habe ich schon ungefähr geglaubt, da gibt es schon irgendwas. Und ich saß praktisch den Gegenspieler, Satan, Gott, ja, ist da. Und mit Satan mag ich nichts zu tun haben. Also stehe ja vielleicht auf der richtigen Seite, wird schon passen. Selbst angelogen. Würden Sie im Rückblick sagen? Ja, auf jeden Fall. Hatten Sie Freunde, die Sie in dieser Zeit begleitet haben? Auch die anders waren als die Metaler? Ja, es gab einen Freund, der hat fast 15 Jahre versucht, um etwas von Jesus zu erzählen auch. Hat zwar die Musik auch gehört, hat aber auch mit der Bibel hantiert und von Jesus erzählt, immer wieder mal. Das gab's ja. Und dann hat er mich eines Abends mal eingeladen zu einer Veranstaltung, wo er gesagt hat, da wachsen Füße nach, eine Heilungsveranstaltung. Und das hat mich neugierig gemacht. Und dann bin ich doch mal hingegangen aus Neugierde. Und was ist da passiert? Also ich muss es so beschreiben. Dadurch mein Hass und meine Ablehnung zu anderen Menschen eigentlich da war, kam ich da rein in die Veranstaltung und die waren alle so freundlich, haben sich umarmt, schön, dass du da bist. Sie, und ich Sie in Ihrem Grufti-Zeug und ja, normal, mit Jeans und Sweatshirt, normal, also, okay. Normal angezogen damals, weil ich wusste, das war eine andere Veranstaltung, da kann ich nicht so hingehen. Und mir hat diese Freundlichkeit gesagt, nee, das ist nicht meine Welt, ich muss da wieder raus. Und bin zur Tür rausgegangen, wollte die Veranstaltung verlassen. Da kam gerade mein Freund mit seiner damaligen Frau. Hey, du bist ja auch da, Alex, komm gleich wieder mit rein. Und hat mich geschnappt und ist mit reingegangen mit mir in die Veranstaltung. Und dann wollte ich jetzt auch nicht Nein sagen und dann saß ich halt da und habe das über mich ergehen lassen, erst einmal. Aber was dann passiert ist, das hätte ich mir nie träumen lassen. Was ist passiert? Dieser Abend ging vielleicht eineinhalb Stunden. Und dann kam der Aufruf von dem Prediger von, wer jetzt sein Leben Jesus übergeben möchte, soll vorkommen. Und ich saß dann wirklich da und habe zwar gemerkt, in dieser Halle ist irgendwas anders. Da gibt es eine Atmosphäre. Damals war das so meine Begrifflichkeit, die anders ist als das, was ich normalerweise kenne. Heute weiß ich, Präsenz vom Heiligen Geist, absolut da. Aber ich saß dann da und innerlich von mir, was der davon erzählt, das interessiert dich nicht. Du bleibst sitzen, was willst du da? Und dann eine ganz feine Stimme. Geh vor, das ist deine Chance. Und das war innerlich ein Kampf, aber der war nur sehr kurz. Und ich bin aufgestanden und vorgelaufen, ich habe mich geschämt. Ich muss sagen, ich habe mich geschämt, hoffentlich sieht mich keiner, hoffentlich kennt mich keiner. Ich als Metaller laufe jetzt davor und will was mit Jesus anfangen. Aber ich habe wirklich innerlich trotzdem gewusst, das ist die richtige Entscheidung, was du davon jetzt machst. Das Gebet mitsprechen ist absolut richtig. Ja, an diesem Abend habe ich mich praktisch bekehrt. Und danach war nichts mehr wie vorher. Was ist danach dann passiert, wenn nichts mehr wie vorher war? Also ich bin ein bisschen vor mich hingedümpelt, habe auch noch nie in der Bibel gelesen, dann zwei Monate ungefähr. Und habe dann weiter ja diesen Musikverlag und die Plattenfirma gemacht und dann gemerkt, es ist nicht richtig.
das zu tun, was ich tue mit der Band, mit den Leuten, mit den Texten. Aber im Zusammenhang mit diesem Plattenfirmengeschichte haben wir ein Auktionshaus was bestellt online. Und was kam mit der Software, was ich bestellt habe? Ein neues Testament und ein Traktat. Das habe ich nicht bestellt. Dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt ganz klar, was du willst. Ich soll da drin lesen. Habe das Traktat auch gelesen. Es war ein Comic-Traktat. War wirklich wie für mich geschrieben. Habe es absolut kapiert, was Sache ist. Ich bin auf Knie gegangen und habe wirklich dann nochmal die ganzen alten Sünden ausgeräumt und wirklich gemerkt, ich war Sünder. Ich brauche die Vergebung Jesu und ich muss mein Leben komplett ändern mit allem, was ich habe. Nicht bloß mit einem Zungenbekenntnis, mit einem Lippenbekenntnis, sondern komplett alles. Es muss raus. Mein Leben muss sich ändern. Die Sachen, die ich gemacht habe, müssen weg. Die Plattenverträge müssen weg. Die Bands müssen weg. Die CDs müssen weg. Alles muss weg. Ist das schlecht, so Metal-Musik? Ist Musik an sich dann für Sie schlecht gewesen? Ich habe 1,5 Jahre Pause gemacht von der Musik, weil es mein Götze war. Das war ein Thema für mich. Generell sage ich, Musik an sich ist nicht schlecht. Und in Ihrem Fall wussten Sie aber, dass es nicht richtig ist. Alles, in meinem Fall wusste ich ganz klar von den Plattencovern schon, vom Inhalt, dass es absolut daneben ist. Was haben Sie gemacht? Großes Feuer gemacht teilweise, kaputt gemacht, verbrannt. So im Garten mit schwarzer Qualmwolke und so weiter. Weil meine Prioritäten anders geworden sind. Ich habe plötzlich Jesus im Mittelpunkt gehabt und das war gut so. Das war wirklich, ich liebe ihn, heute noch. Und das war damals wirklich Liebe zu ihm. Ich habe gewusst, er hat mir alles vergeben. Und er war das, was mir mein ganzes Leben lang gefehlt hat. Ich habe alles Mögliche versucht und gemacht, aber es war immer eine Leere da und übrig geblieben. Aber er hat es aufgeführt. Ich habe gewusst, jetzt bin ich auf der absolut richtigen Richtung. Und das ist das, was ich machen will. Und mit ihm will ich mein Leben verbringen. Und mir war das da klar, ich will bloß nichts mehr anders. Das andere muss raus. Was ist dann aus dem Hass geworden, aus dieser Wut, aus der Aggression? Konnten Sie jetzt auf einmal lieben? Es waren zwei Schritte da dazwischen drin, um dass es so weit kommen ist. Also ein Schritt war, ich musste meinen Hass ja auch schon mal loswerden. Und das zweite war, Gott hat mir auch gezeigt, was seine Liebe ist, seine Agape-Liebe, seine göttliche Liebe. Und diesen Hass, das war eine Situation, ich saß mal im Auto, habe längere Strecken zum Fahren gehabt, hauptsächlich Autobahnen, und war wieder mal recht flott unterwegs und kriege auf einmal so einen richtig tiefen Hass. Das war hier drin, als ob meine Brust zerreißen würde. So ein Hass war das. Und da war ich ja schon bekehrt, aber es kam auf einmal so geballt. Und dann kam so eine Stimme auf der Autobahn, ramm die anderen Autos, nimm sie alle mit, so, nimm sie alle mit, das kann ich mir erinnern. Und der Brückenpfosten dann auch noch nach Möglichkeit. Und das war mal richtig eine entsetzliche Situation, weil es war wirklich Hass pur. Aber, und deswegen sage ich, Gott ist groß. Wer war das? Also welche Stimme war das? Ich, Satan, ganz bestimmt. Der wollte wirklich, ich weiß nicht, was er da geplant hat, mich auf die Ecke zu bringen oder dass ich vielleicht nicht in meinen Dienst reinkomme, den ich jetzt mache, keine Ahnung. Aber er wollte mich beseitigen, das ist eins, was sicher ist. Weil diese Stimme, die war hässlich. Aber Jesus ist größer, er ist Sieger, das weiß ich heute, weil im nächsten Moment, ich musste auf einmal heulen wie ein kleines Kind. Ich bin im Auto gesessen, ich habe nichts mehr gesehen, weil mir so Tränen runtergekullert sind. Da hat Jesus eingegriffen. Dieser ganze Hass innerhalb von Minuten war weg. Der Hass auf Menschen, den ich gehabt habe, auch einen, ich kann heute den Arm nehmen. Also es ging danach sogar. Dieser Hass war wie weggespült, ich kann das nicht beschreiben. Es war weg. Die Tränen rausgeheult, der Hass mit rausgeschwemmt oder so. Und seit diesem Tag, ich kann es nicht mehr und ich will es auch nicht mehr. Ich habe mir damals vielleicht in meiner Zeit vorher bewusst für Hass entschieden, weil es mir eine gewisse Mauer auch aufgebaut hat. Aber danach kann ich sagen, ich habe die Liebe Gottes. Das war der Hass weg. Und die zweite Situation war dann noch mit meiner Oma. Das ist eine andere Geschichte. Wie Gott aus diesem Vakuum. Ja. Da hasse ich jetzt weg, aber ich musste noch zeigen, was jetzt Liebe ist. Genau. Und da gab es eben eine Situation, wo mein Vater wieder mit ins Spiel kommt, dessen Mutter lag am Sterben. Haben wir aber nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Sie war nur im Krankenhaus. Und ich habe da so eine sanfte Stimme gehört. Mein Vater war Österreicher, meine Oma hat da noch gewohnt. Fahr nach Österreich und besuch die Oma. Fahr hin. Und das sind 700 Kilometer. Und ich habe gesagt, das ist für mich logisch, gibt es überhaupt, macht es keinen Sinn, da jetzt hinzufahren, weil das hat die Verwandtschaft öfters gesagt, ihr geht schlecht und man muss reinkommen. War nie so, aber in dem Fall war irgendwas anders. Und dann mittlerweile habe ich ein sehr gutes Verhältnis gehabt mit ihm auch, was eben früher nicht so war. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, du, pack dein Zeug, wir fahren nach Österreich. Ja, wie? Erkläre ich dir noch.
pack und wir fahren los. Wir sind dann, glaube ich, am nächsten Tag sind wir losgefahren, hat so einen Tag gedauert. Und das Tolle war, im Auto haben wir mal ein paar Gespräche geführt, ich habe ein bisschen was von Jesus erzählt, wie ich jetzt auch mein Leben geändert habe. Und dann sagt er zu mir, er hat dafür gebetet, seine Mutter noch einmal leben zu sehen und da reinzukommen. Und dann habe ich gedacht, wow, ich bin eine Gebetserhörung von jemand anders. Und mir ist das in der Zukunft dann bis heute öfters passiert, dass Menschen beten und ich tue was, ich weiß das nicht. Und manchmal kommt mir es komisch vor, ja, warum muss ich das jetzt tun? Tue es dann aber trotzdem, weil ich gehorsam bin und auch sein will für Jesus. Und ich sehe, was das für einen Segen gebracht hat. Und in dieser Situation kam die Liebe, von der Sie sprachen? Genau, wir sind dann nach Österreich reingekommen und wir sind wirklich 3 Stunden vor ihrem Tod aufgeschlagen da in einem Krankenbett. Mittlerweile konnte sie nicht mehr reden. Ich habe gedacht, okay, ich gehe da hin und vielleicht bekehrt sie sich noch. Ich Übergabegebet, was ja wichtig ist, die Sünden wegzuwaschen, was sie gebracht hat. Aber sie konnte nicht mehr sprechen. Und ich saß dann da an dem Bett und wusste nicht, was zum Tun ist. Wollte mit ihr beten. Sie hat mir Hand und ganz fest genommen. Und auf einmal kriege ich für diese Frau, die mir bisher eigentlich sowas von gleichgültig war, ich habe nie Beziehung gehabt zu ihr, die war weit weg und besonders mögen, naja, wenn man halt jemanden nicht kennt. Auf einmal war die wichtigste Frau auf der Welt für mich. Ich habe so eine Liebe gespürt für die Frau, dass ich wirklich am Bett gekniet bin und geschrien habe, Herr, übertrag die Sünden von ihr auf mich, was ja nicht geht, dass sie gerettet wird, dass sie wirklich zu dir kommt. So wichtig war mir die Frau auf einmal. Und ich lag da wirklich in Tränen und habe so eine Liebe gespürt für diese Person. Das war unbeschreiblich. Und ich weiß, das war die Liebe Gottes, weil sowas gab es noch nie in meinem Leben. Und sowas habe ich auch seitdem nicht mehr in der Form gespürt. Aber er hat mir wirklich gezeigt, wie er Menschen liebt. Und sowas will ich in der Ewigkeit haben. In dieser Liebe möchte ich persönlich bleiben, mein ganzes Leben und für alle Zeit, auch nach dem Tod. Das geht ja weiter. Und es war damals so eine ausschlaggebende Punkt, dass ich auch sagen kann, heute, wenn Menschen schwierig sind und die kommen zu mir, sei es in der Seelsorge oder irgendwo, ich kann die Menschen mit anderen Augen sehen manchmal. Ich merke auch, wenn die unangenehm sind, wenn sie auffallen, dass Gott sie so sehr liebt. Und das war eine ganz wichtige Situation, eine ganz wichtige Erfahrung auch. Sie ist, wie gesagt, in der gleichen Nacht gestorben und mir war nicht klar, was das soll. Aber mir war klar irgendwann, ich wollte ihre Sünden tragen, was hat Jesus am Kreuz von Golgatha gemacht. Der die Sünden aller Menschen tragen. Und aus Liebe zu den Menschen ist er darauf gegangen. Und diese Situation habe ich nicht so wie er natürlich, geht nicht, aber so ungefähr erlebt. Und das hat mich so aufgefüllt mit dieser Liebe und auch so verändert. Dann war dieses Vakuum weg. Und das war wichtig. Was für eine krasse Lebensveränderung. Voller Hass hin zu voller Liebe. Ja. Vielen Dank, Alexander Denk. Mehr solcher Geschichten finden Sie entweder in unserer Mediathek oder auf unserem YouTube-Kanal von Mensch Gott – Begegnungen zwischen Himmel und Erde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben, dann können Sie sich gerne bei uns melden. Sie erreichen uns telefonisch unter 06441 957 1414 oder per Mail an menschgott@erf.de.